Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke innerhalb der nächsten 5 Sekunden oder dieser gruselige Mann wird nachts in dein Zimmer kommen. Also riskiere nix. Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke genau jetzt. Ja, Freunde, wer kennt es nicht? Ich denke mal 99% derjenigen, die gerade dieses Video gucken. Ihr steht morgens auf, durchwühlt eure ganze Post, seht dann irgendwo zwischen den ganzen Rechnungen einen Brief von irgendeinem Anwalt, von irgendeiner Person, die ihr mal in irgendeinem Video kritisiert habt. Und denkt euch nur, what the fuck, was stimmt nicht mit dieser Welt? Und was mich auf dieses Thema gebracht hat, ich schneide das mal ganz kurz an, ist so ein Vorfall, der sich erst vor kurzem ereignet hat. Und da spielen halt Kollege und seine Anwälte eine große Rolle dabei. Der ein oder andere hat es ja mitbekommen. Kam ein Weißartikel raus, ein langer Weißartikel über mein Alpha-Mentoring-Programm. Dort hat sich ein Undercover-Journalist eingeschlichen und dann einen Report geschrieben, der relativ lang und relativ hetzerisch und negativ war. Ob nun alles stimmt, was sie da gesagt haben oder nicht, sei nun dahingestellt. Die Anwälte von Kollega sind eingeschritten, haben Drohbriefe herumgeschickt, laut Aussage vom Tagesspiegel, und haben versucht, mit diesen Drohbriefen genau diese Journalisten, die so kritisch berichtet haben, einzuschüchtern. Und woher kenne ich das? Das gleiche Prinzip ist auch bei mir. Ich mache Videos zum Beispiel über irgendwelche YouTuber da draußen, die Scheiße gebaut haben. Oder über irgendwelche Firmen, die ganz, ganz kurios sind. Irgendwelche Veranstaltungen, die nicht ganz koscher sind. Und was passiert? Du sagst mal ein falsches Wort, trittst irgendjemand auf den Schlips. Dabei lügst du noch nicht mal. Ja, man spricht ja nur die Wahrheit aus. Und die Personen schicken dir ihren Anwalt auf den Hals. Ich habe schon etliche Anwaltsbriefe hier gehabt. Ich habe jetzt gerade noch einen Brief hier vorliegen, wo ich für 40.000 Euro Schmerzensgeld angeklagt bin. Ja, 40.000 Euro, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil ein Interviewpartner von mir ein Bild in die Kamera reingehalten hat. Das heißt, der andere, den ich interviewt habe, hat ein Bild in die Kamera gehalten. Nicht mal eine Sekunde lang. Dieses Bild habe ich sogar zensiert und hat behauptet, er sei diese Person auf diesem Bild. Ihr müsst euch das mal überlegen, ihr müsst das mal in eurem Kopf verarbeiten. Ja? Ein anderer, nicht mal ich, hat ein Bild in die Kamera gehalten mit seinem Handy. Eine halbe Sekunde, ja? Nicht mal eine Sekunde. Das habe ich trotzdem zensiert, die Augen. Ja? Und diese Person hat gesagt, das bin ich. Das heißt, ich ging davon aus, das ist diese Person. Ich lade das komplette Video hoch, da schreibt mich die Originalperson, angeblich die Originalperson, die man auf dem Bild sehen kann, schreibt mich nicht mal an, sondern schickt direkt einen Anwalt zu mir. Ja, meine Mandantin. Und das muss wohl diese Person so hart getroffen haben, also so wirklich hart, dass sie sich gedacht hat, dieser Mastak hat viele Abos, verdient wohl gut Geld, da versuche ich mal ein wenig Geld aus seinem Anus rauszukitzeln. Da frage ich mich dann allen Ernstes, wie hobbylos einige Menschen sind, die versuchen wirklich auf Krampf centweise Geld zu verdienen, mit Betrug, mit Heuchlerei. Denen ist jedes Mittel recht, keine Ehre, kein Stolz, keine Würde. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn ich diese Person wäre, diese... Das heißt, unser Rechtsstaat, was eigentlich dazu dienen sollte, dass das Recht vertreten wird, wird komplett ausgenutzt. Und in dem Fall von Kollega, ich nenne den jetzt nur als Beispiel, weil mir sein Artikel ins Auge gefallen ist. Er ist ja für die Medien eh nur das Sündenbock, auf den alle immer rumtrampeln. Es gibt viel, viel größere, viel, viel schlimmere Personen als ein Kollega und seine Anwälte, die exakt dieselbe Methode benutzen, um Konkurrenten auszuschalten, kritische Berichterstattung zu unterbinden, weil die Leute lassen sich von sowas einfach einschüchtern. Stellt euch vor, ich bin ein kleiner YouTuber. Ich mache meine 2.000-3.000 Euro im Monat, nicht wirklich viel. Und dann kommt irgendeine größere Person an, irgendeine große Firma, ich sag mal Mercedes. Hätte ich ein Video gegen Mercedes gemacht, und die kommen an und sagen, wir werden sie anklagen. Du kriegst zig Anwaltsbriefe, es kostet unnötig Zeit, ihr müsst unnötig Geld bezahlen. Und höchstwahrscheinlich bei den Summen an Geld, die die haben, ja, so Riesenkonzerne, hast du als kleiner Mann sowieso keine Chance. Das heißt, kritische Berichterstattung wird dementsprechend unterbunden.
Erstens, die Pressefreiheit wird dadurch zerstört. Nur noch die großen Berichterstatter, die sich das leisten können, ja, diese Mainstream-Berichterstatter, sind in der Lage, gegen solche Klagen vorzugehen und solche Klagen auch mal wegzustecken. Das heißt, die Informationsvielfalt geht auf jeden Fall drastisch verloren durch solche Aktionen. In Amerika hat das Ganze einen sehr interessanten Begriff, und zwar Slap, wie die Backpfeife. Und an alle, die sich jetzt denken, ja, der Boss, Alpha, dies, das, würde das nie machen, bla bla bla. Leute, erzählt keinen Scheiß. Er verdient damit sein Geld. Es ist sein Lebensunterhalt. Jeder hat eine andere Ideologie. Wenn er Bock hat, irgendwelche Menschen da draußen zu mentoren, ja, irgendwelche Leute auf den richtigen Weg zu leiten, sich dadurch ein wenig Geld verdient nebenbei, ist das seine Sache. Ich hab's selbst ja auch schon mitgekriegt. Die ganzen Medien, sei es nun so ein Weißverlag oder was weiß ich was, berichten immer so, dass deren Quoten in die Höhe schießen. Es werden Sachen dazu erzählt, es werden Lügen erfunden, es wird nicht alles 1:1 genauso wiedergegeben, wie es war. Das heißt, die haben nur einen kleinen Einblick in das ganze System erhaschen können, womit ich hier jetzt gar nicht dieses Alpha-Mentoring verteidigen will. Ich bin sowieso ein Gegner solcher Sachen. Für mich ist das alles nur Verkaufsmasche. Für mich ist das alles nur eine Art und Weise, Geld aus den Taschen von Zuschauern/Fans zu ziehen, ja? Aber wenn es Idioten da draußen gibt, die sich sowas gefallen lassen, dann macht ruhig. Dann zieht die ab, dann haben die es nicht anders verdient. Und denkt nicht, dass nur Kollega so ist. Alle Rapper ohne Ausnahme, jeder Einzelne, da gibt's keine Waffen, Gangster, Mafia, dies, das, tralala. Nein, Anwalt, Anwalt wird immer vorgeschickt. Anwalt, 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 Anwalt. Hier wird alles gesetzlich geregelt, was auch gut ist. Denn wie eben schon erwähnt, wir leben in einem Rechtsstaat. Die Sachen sollten gesetzlich geklärt werden. Und wenn dann so ein Verlag ankommt und Scheiße über dich erzählt, ist es auch Kollegas gutes Recht, seinen Anwalt vorzuschicken. Jetzt heulen alle rum, Motto. Guck mal, der Boss schickt Anwalt vor, richtiger Lauch, richtiger Lutscher, was für Gangster. Bla bla bla. Hätte er aber die Sache anders geklärt, hätte er Leute dahin geschickt als Beispiel und den Journalisten Angst gemacht oder was weiß ich was, würde wieder die andere Seite rumheulen. Guck mal, voll der Asoziale, passt sich nicht an, dies, das, tralala. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Egal was ihr macht, im Endeffekt seid ihr sowieso das Arschloch. Sobald man euch einmal im Visier hat, und zurzeit ist es halt seit einigen Monaten Kollege, werdet ihr von allen Seiten traktiert, denn man weiß, mit eurem Namen kann man Klicks generieren, genauso wie ich das jetzt hier gemacht habe, mit dem einzigen Unterschied, dass ich hier beide Seiten beleuchte. Sowohl die eine Seite, die sich im Unrecht behandelt fühlt, als auch die andere Seite, Kollegas Seite, die sich genauso im Unrecht behandelt fühlt. Man muss immer beide Seiten sich anhören. Und abschließend kann ich sagen, es ist eine dreckige Welt. Es ist eine dreckige Gesellschaft, wo sich alles nur noch ums Geld dreht. Werte, innere Werte, Moral, Stolz, Ehre, das alles wird zur Seite gelegt, sobald die Scheine im Wind wehen und man abhängig ist von dem Geruch dieser Geldscheine. Ein Tipp, den ich euch geben kann, lasst euch von solchen Anwaltsschreiben nicht unterkriegen. Wenn ihr im Recht seid, dann bleibt standhaft. Lasst euch nicht einschüchtern, lasst eure Moral nicht zerstören und lasst auf keinen Fall eure Meinung untergraben.